Servus und was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Heute neues Video F123. Wir beginnen endlich mit den Track Guides, weil ihr habt so lange gefragt. Ich habe so lange, naja, das ist ein bisschen verzögert. Nicht mit Absicht, aber es war einfach schwierig mit unterzubringen. Jetzt habe ich eine gute Runde in Ungarn. Es ist der Hungaroring GP in Ungarn dieses Wochenende. Und deswegen habe ich gedacht, es ist passend. Und wir legen direkt mal los. Deswegen, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke an, Socials abchecken und jetzt Abfahrt auf die Strecke. Also gehen wir rein in die schnelle Runde hier am Hungaroring in Ungarn. Das ist nämlich meine Pole Position im PSGL und wir gehen in die S-Kurve. Wir können auch im achten Gang fahren. Ich präferiere den siebten Gang. Runter in den dritten. DRS ein bisschen warten, weil sonst haben wir ein bisschen zu viel Wheelspin. Und dann in die Kurve 4. Vierter Gang am Curb anbremsen. Wir schauen uns die Runde auch nochmal, oder beziehungsweise ich gehe nochmal ins Time Trial rein und zeige euch nochmal eine langsame Runde, bevor ich euch das Setup zeige, was ich euch empfehlen werde. Dann hier sechster Gang, ein bisschen auf die Bremse. Wir benutzen das Blackboard als Turning Point. Auch hier ähnlich, nur ein bisschen davor, beim anderen danach. Und jetzt in die Schikane am Curb anbremsen. Vierter Gang oder dritter Gang, ob ihr mehr Rotation braucht oder weniger, das ist euch überlassen. Dann fünfter Gang durch diese Sektion. Da kann man sogar ein bisschen nur liften, aber bremsen ist schneller. Voll Power durch den zweiten Sektor. Und jetzt rein in diese letzte Kurve, wo man nur ein bisschen liftet. Sechster Gang und wieder am Körper anbremsen, stark runter in den vierten oder dritten, wie ihr wollt. Aufpassen mit den Track Limits am Exit. Jetzt bei dem Dip hier anbremsen, nicht 100%, ansonsten verbremst ihr euch, hängt auch vom Brake Bias ab. Und in die letzte Kurve nochmal in den vierten Gang, lieber innen halten und nicht so weit außen wie ich. Und früh aufs Gas und damit kommt ihr über die Linie und solltet auch in eurer Liga die Pole Position holen, so wie wir in diesem Rennen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal langsam an oder langsam mehr im Time Trial. Das ist jetzt ein anderes Setup. Ich kann euch leider nicht mein E-Sport-Setup zeigen. Ich glaube, das verstehen auch die meisten. Deswegen sorry dafür. Jetzt gehen wir hier ungefähr beim Curb. Ein bisschen davor bremsen wir stark runter in den vierten, dritten Gang dann am Apex. Und Apex sollte hier ungefähr in der Mitte sein vom Curb. Dann, wie gesagt, schönen dritter Gang ausfahren. Und hier am Curb wieder anbremsen, ein bisschen vom 50-Meter-Schild, aber nicht komplett auf dem Curb. Leicht könnt ihr dran bremsen, aber es ist schon schwierig, deswegen entweder an der weißen Linie oder leicht auf dem Curb. Ihr könnt auch in den dritten Gang runterschalten und dann shortshiften in den vierten, aber ich finde den vierten einfach besser. Dann hier nach diesem Blackboard auf der rechten Seite runter in den sechsten Gang. Und hier vor dem Blackboard auf der linken Seite runter in den vierten Gang dann. Und viel Speed mitnehmen, in der Kurve kann man sehr viel Zeit verlieren. Am Curb wieder anbremsen, vierter Gang oder dritter Gang für ein bisschen mehr Rotation. Durch die Schikane durch, mit den Curbs aufpassen, die können euch wirklich wegwerfen. Dann hier späteres Apex, wenn ihr zu früh einlenkt, dann habt ihr eine schlechte Linie durch diese Kurve. Fünfter Gang hier halten, ihr könnt auch einen vierten nehmen, fünfter ist für mich aber ein bisschen schneller. Dann sechster Gang hier einfach nur ein bisschen lüpfen und das ist schon der zweite Sektor. Jetzt brettern wir rein in den dritten und wieder den Curb als Referenzpunkt. Vierter Gang an, zum Bremsen. Und dritten könnt ihr auch verwenden, dann Shortshift in den vierten. Und hier nach diesem Dip hier, ihr seht ja diese Bodenwelle, die nach unten geht. Da bremst ihr, dann runter in den dritten am Apex. Dritter halten, ihr könnt auch einen vierten nehmen, aber ich finde den dritten schneller. Und dann hier vierter innen halten. Und ihr brettert wieder durch die letzte Kurve. Und das macht ihr in Ungarn. Jetzt schauen wir uns mal das Setup an. Wie gesagt, nicht mein E-Sport Setup. 45 Flügel. Dann hier würde ich eher 55 Diff empfehlen. Und den Rest könnt ihr ja selber sehen und kopieren. Bei Breakbys würde ich auch eher auf 55 oder 56 stellen, je nachdem welche Kurve. Das könnt ihr höher stellen, wenn ihr ein bisschen Stabilitätsprobleme habt auf dem Gas. So auf 46 oder so. Einfach einen Ticken höher. Dann Off-Diff könnt ihr auch verstellen. Hier könnt ihr rechts, links, links, links. Und Suspension passt eigentlich. Und ja, das ist ein solides Setup. Versucht's mal und lasst mich gerne wissen, wie ihr es findet. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Haut da rein, euer Marcel. Schönen Tag noch.